Herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie auf einfachste Art und Weise erstklassige Videos erstellen können mit weißem Hintergrund. Und ich spreche hier von Videos wie diesen hier, wo Sie selbst vor der Kamera stehen, wo Sie einen perfekt ausgeleuchteten weißen Hintergrund haben und wo Sie richtig kristallklar dargestellt werden. Mein Name ist Benjamin Beibel und ich beschäftige mich seit einigen Jahren mit Videomarketing und ich bin einer, der gerne, ich sag mal, auf Hausmannskost hier setzt. Also da gibt es ja teure Studioaufbau, einen teuren Studioaufbau, hochwertige Kameras, Softboxen und so weiter. Es kam zu 2011, ich denke, es war Ende 2011, kam der Videokurs, die Videomarketing-Formel von Chris Sömer auf den Markt, den übrigens heute noch erfolgreich verkauft. Und es ist auch ein absolut erstklassiger Kurs, aber es geht hier schon sehr, ich sag mal, in die Tiefe mit Profi-Ausrüstung, also ich sag mal mit günstiger Profi-Ausrüstung. Und für mich war selbst das noch, ich sag mal, jetzt gar nicht zu teuer, aber man braucht vor allem auch sehr viel Platz. Für solche Videos mit weißem Hintergrund brauchte man auf die klassische Art und Weise einen weißen Falthintergrund, dann brauchte man eine gute Kamera und vor allem dann drei Softboxen, also mindestens drei Softboxen. Das sind diese, falls Sie die nicht kennen, das sind so plumpe Lampen, die stehen auf drei Beinen oder vier und die brauchen ziemlich viel Platz. Die stellte man dann links und rechts von der weißen Leinwand auf, um die Leinwand ganz auszuleuchten, und eine Softbox war dann direkt auf einem selber gerichtet, damit man selbst ausgeleuchtet wird. Und weil man hier nicht genügend Licht hatte, dann hat das immer mit dem weißen Hintergrund nicht funktioniert. Ich habe da wirklich alles probiert. Ich habe mir auch mal solche Softboxen bestellt, aber es war für mich immer eine Katastrophe. Erstens, weil ich zu wenig Platz hatte und weil diese Softboxen auch zu schwach waren. Ich habe mir so diese 150 Euro Amazon-Variante bestellt. Die gaben viel zu wenig Licht für meine Verhältnisse. Dann hatte ich Schatten im Hintergrund. Dann war ich selbst zu wenig ausgeleuchtet. Also da habe ich einiges an Schweiß und Nerven verloren. Das können Sie mir glauben. Und ich wollte aber unbedingt es schaffen, solche Videos wie dieses hier zu produzieren, wo man wirklich so toll dargestellt wird, so wie das auch der Chris Sömer in seinen Videos macht. Also habe ich zu nachforschen begonnen, wie kann man es einfacher machen. Ich dachte mir, es muss doch einen Weg geben. Und erst vor kurzem habe ich jetzt eine Möglichkeit entdeckt und die ist so einfach, Sie werden jetzt staunen. Ich führe Sie jetzt in diesem Video durch meinen einfachen Aufbau vom Studio. Und vor allem zeige ich Ihnen auch, welche Kamera ich verwende, welche Lichter. Und ich sage mal so, es kann sogar sein, dass Sie schon alles zu Hause haben und Sie keinen Euro investieren müssen. Ja, jetzt legen wir los. Ich zeige Ihnen jetzt mal, wie ich das aufbaue. Als allererstes mache ich das Ganze mit einem Trick. Ich habe keinen weißen Hintergrund, ich habe keine weiße Leinwand, ich habe gar nichts in dieser Richtung bei mir zu Hause. Ich nutze das Verfahren der Greenscreen-Videos. Das wird Ihnen jetzt vielleicht noch nicht sagen, aber das ist eine ganz einfache Möglichkeit. Nämlich, Sie können, wenn Sie ein grünes Tuch haben, ein großes grünes Tuch oder von mir aus auch eine grüne Wand, dann können Sie mit dem Programm Camtasia Studio 8.1, das haben Sie vielleicht schon, wenn Sie sich für Videos interessieren, können Sie grüne Hintergründe ausblenden und durch andere ersetzen. Ich führe Sie dann übrigens durch diesen Prozess. Ich zeige Ihnen genau, wie ich das in Camtasia Studio dann bearbeite, aber dazu kommen wir später. Also dieses Verfahren nutze ich und ja, alles, was Sie jetzt brauchen, ist Folgendes. Sie brauchen eben ein großes grünes Tuch, wenn Sie sich in voller Körpergröße vor die Kamera stellen möchten. Habe ich mir bei Amazon bestellt. Da gibt es diese eigenen Fotohintergründe mit ja, das hat so 35 Euro gekostet und hat 3x3 Meter. Also das reicht von der Größe auf jeden Fall aus. Und ich würde auch hier ein etwas hochwertigeres bestellen. Also meins hat zu 35 Euro gekostet. Denn hier sollte man nicht sparen, denn für den Rest brauchen Sie nicht sehr viel Ausrüstung. Also das ist mal das grüne Tuch. Sie sehen es jetzt hier eingeblendet, wie ich das aufgehängt habe. Und im Gegensatz zu vielen anderen Leuten, die diese Greenscreen-Videos erklären, muss ich hier widersprechen, weil die sagen immer, es muss absolut glatt sein und gefaltet und da darf keine einzige Falte drinnen sein und so weiter. Sie sehen jetzt, ich habe das überhaupt nicht gemacht. Meins hat viele Falten. Ich habe das ganz einfach mit zwei Baumarktklammern an meiner Decke befestigt und
Die andere Klammer ist bei einer Sporttasche, die auf einem Kasten liegt. Also das ist wirklich ganz einfach zusammengestellt und das funktioniert klasse. Sie sehen dann, wenn ich Ihnen zeige, wie ich vor der Kamera stehe, ja, wo ich dann ungefähr stehe. Das sehen Sie dann bei der Bearbeitung in Camtasia Studio. Also das ist jetzt mal ganz einfach dieses Tuch ganz einfach aufgehängt. Dann brauchen Sie zwei Stück von dieser Lampe oder einer ähnlichen Lampe. Das sind ganz normale Baumarktlampen. Normalerweise hat man sowas auch, sage ich mal, zu Hause stehen. Und da sind solche 23 Watt Birnen drinnen, die ein ganz klares weißes Licht produzieren. Und das reicht bei mir immer völlig aus, damit es mich schön ausleuchtet. Sie sehen jetzt, wie ich diese Lampe einerseits aufstelle vor dem grünen Tuch. Ich platziere eine Lampe rechts von mir, können Sie auch links machen, egal was Ihnen da lieber ist oder wie es Ihr Platz erlaubt. Und die leuchtet so ein bisschen halb auf mich und halb aufs grüne Tuch. Also ich leuchte das grüne Tuch gar nicht so richtig aus. Wichtig ist nur, dass der Raum ansonsten dunkel ist. Und diese Lampen, die erzeugen richtig schönes weißes Licht. Und wie gesagt, eine leuchtet auf mich, die andere, also die einerseits leuchtet sie ein bisschen auf mich und die andere leuchtet das grüne Tuch aus. Das reicht bei mir völlig aus. Die zweite Lampe, das sehen Sie jetzt auf diesem Foto, die platziere ich genau hinter meiner Kamera. Das ist die gleiche Lampe wie die andere. Und dann komme ich jetzt gleich zur Kamera, wenn wir schon davon sprechen. Ich nutze hier ganz einfach mein iPhone. Das macht so klasse Videos, mehr brauchen Sie nicht. Wenn Sie irgendein Smartphone haben, die haben so tolle Kameras drinnen, da musste man früher, denke ich, viel Geld ausgeben, um so eine Qualität hinzubekommen. Und heute hat man das in der Hosentasche mit. Einfach das iPhone verwenden. Ich nutze dann, wie Sie jetzt hier auch auf diesem Foto sehen, diesen Eye-Stabilizer, um das iPhone zu befestigen. Der hat auch, glaube ich, so um die 40 € gekostet. Ist aber auch nicht zwingend nötig. Vielleicht haben Sie eine andere Vorrichtung, ein anderes Stativ, wo Sie Ihr iPhone einfach platzieren können oder Ihr Smartphone. Da kann man ein bisschen basteln. Ich habe das auch gemacht, weil der hat ja keine Füße, dieser Eye-Stabilizer. Der wäre eigentlich dazu gedacht, dass man ihn herumträgt. Ich habe da einfach so aus Holz eine kleine Halterung gebaut, wo ich den reinstecken kann. Und dann steht der und ja, Sie sehen ja, wie der jetzt aufgebaut ist und auf mich hinzeigt. Und ich stehe dann ganz einfach vor dieser Lampe und vor dem iPhone. Hinter mir ist dann das grüne Tuch und die andere Lampe, die seitlich auf mich scheint. Hier ist noch eins ganz wichtig zu beachten. Sehen Sie zu, dass Sie möglichst weit mit Ihrer Lampe und von dem grünen Tuch entfernt sind. Weil wenn Sie hier zu nahe am Tuch sind, dann bekommen Sie meistens hinterm Genick einen Schatten und der ist dann schwer wegzubekommen. Wenn Sie ein bisschen weiter entfernt sind vom grünen Tuch, dann ist das überhaupt kein Problem. Ja, das war's jetzt mal zu meinem ganz einfachen Aufbau und jetzt sehen wir uns dann gleich wieder, wo ich Ihnen genau zeige, wie ich im Camtasia Studio das Ganze dann bearbeite. Sie werden erstaunt sein, bleiben Sie dran. So, ich befinde mich jetzt hier im Camtasia Studio 8.1. Es ist hier wirklich wichtig, dass Sie Camtasia Studio 8.1 haben, denn da haben Sie diese Funktion enthalten, die wir hierfür brauchen. Wenn Sie jetzt schon länger kein Update mehr gemacht haben bei Camtasia, dann tun Sie das, dann haben Sie automatisch die neueste Version und dann ist dieser Punkt eben drinnen, zu dem wir dann gleich kommen. Ich habe jetzt hier mein Video schon eingefügt in Camtasia, das ich mit dem iPhone 5 aufgenommen habe und Sie sehen, ich habe das einfach laufen lassen, das werden wir jetzt abschneiden. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich zu sprechen beginne. Das erkläre ich jetzt nicht weiter, das sind dann Camtasia-Funktionen, aber Sie sehen schon, hier bin ich vor diesem grünen Tuch und hier sieht man auch das Licht der Lampe auf mich scheinen und von vorne kommt auch die Lampe auf mich zu. So funktioniert das Ganze und ich fahre jetzt bis hierhin, bevor ich zu sprechen beginne. Okay, hier fange ich an. Das schneide ich jetzt einfach weg. Mit einem einzigen Klick. So. Dann ziehe ich mir das Ding jetzt hier wieder an den Anfang. Und dann mache ich Folgendes. Hier oben hat man die Funktion, dass man das Video zuschneiden kann. Das mache ich jetzt. Da klicke ich jetzt drauf. Da bekommt mein Video diese Rechtecke am Rand. Und jetzt ziehe ich das einfach hier so weit rein,
dass wirklich nur das grüne Tuch außen zu sehen ist und die anderen Hintergründe verschwinden. Hier fahre ich noch ein bisschen runter. Wenn das fertig ist, klicke ich einfach hier neben das Video und es ist erledigt. Jetzt muss ich das Ganze doch mal markieren, einfach indem ich hier reinklicke. Das Schneiden nehme ich jetzt wieder raus. Und jetzt gehe ich hier auf Mehr und auf visuelle Eigenschaften. Wenn Sie jetzt hier runter scrollen, dann kann ich hier auf Farbe entfernen klicken. Das sieht man jetzt, glaube ich, nicht. Das sieht man jetzt nicht ganz, weil mein Videoaufzeichnungsprogramm jetzt nicht an den Rand kommt. Aber es ist egal. Sie sehen hier noch den Teil. Hier steht Farbe entfernen. Und wenn ich jetzt hier auf Grün gehe, ich zeige Ihnen das gleich, dann kommt einfach das in den Hintergrund, was dahinter ist. Und das ist der ganze Trick. Ich habe einfach jetzt hinter dieses Video eine weiße PowerPoint-Folie eingefügt. Hier auf der anderen Spur, auf der Spur 1. Wenn ich hier draufklicke, kleinen Moment, ich ziehe das Video jetzt nochmal weg, dass man das sieht. Das ist hier einfach eine weiße PowerPoint-Folie. Die habe ich, das zeige ich Ihnen jetzt auch kurz. Sie gehen einfach hier in PowerPoint. Sie öffnen das, dann klicken Sie das weg. Dann machen Sie hier einen Rechtsklick. Nein, Entschuldigung, das war ein Blödsinn. Sie gehen auf Datei speichern unter. Dann einfach als JPEG speichern. Und dann nennen Sie das Ganze weißer Hintergrund. Speichern das in den Folder, den Sie gerne haben möchten. Und dann haben Sie die weiße PowerPoint-Folie. Die habe ich jetzt hier einfach eingefügt. Die ziehe ich mir jetzt so zurecht, dass sie den ganzen Bildschirm hier ausfüllt. Das ist jetzt mein weißer Hintergrund ohne aufwendige Belichtung, wie man das eben in manchen Kurs lernen würde. So, jetzt ist der überall schön am Rand. Hier noch ein bisschen. Ups. Jetzt nicht, was ich wollte. So, aber jetzt ziehe ich mir hier mein grünes Video wieder rein auf der Spur 2. Und jetzt gehe ich eben hier auf diese visuellen Eigenschaften, klicke auf Farbe entfernen. Und jetzt kann ich mir hier eine Farbe aussuchen, die ich entfernen möchte. Die ist jetzt bei mir schon auf grün eingestellt. Und wenn ich jetzt hier bei der Toleranz beginne zu ziehen, weiter in die Mitte, dann entfernt Camtasia nach und nach das Grün. Sie sehen, jetzt kommt immer mehr der weiße Hintergrund in den Vordergrund. So, jetzt ist das war schon ein bisschen zu viel. Da kann man sich dann auch noch ein bisschen mit diesen Reglern spielen. Die Weiche hinzufügen und so. Aber so sieht das jetzt schon ganz gut aus. Das Grün ist weg. Jetzt kann ich mir mein Video noch je nach Belieben zurechtziehen. Von der Größe. Ich kann es ganz klein machen. Egal wie Sie das möchten. Kann man tolle Sachen machen. Man kann es auch hier ganz an den Rand schieben. Und Sie sehen, das läuft hier überall ab. Herzlich willkommen zu diesem Video. Okay, das gleiche können Sie machen, wenn Sie es hier rüberziehen. Da kann man echt tolle Dinge machen. Und dieses Video dreht. Ja, und hier kann man dann eben nebenbei noch weitere Bilder einfügen, so wie ich das auch ganz gerne mache bei meinen Videos. Oder auch, ja, keine Ahnung, andere kleine Videos hier einfügen mit den Spuren. Aber das wird jetzt wieder Camtasia-Technik, das erkläre ich dann mal in einem anderen Video. Aber das ist jetzt im Prinzip der ganze Trick hinter meinen weißen Hintergrundvideos. Das ist es. Sie brauchen keine Softboxen, Sie brauchen keinen kristallweißen Hintergrund, den Sie irgendwie ausleuchten müssen. Das geht ganz einfach mit dieser Greenscreen-Technik. Ich hoffe, das Video war jetzt für Sie hilfreich. Wenn es Ihnen gefallen hat, klicken Sie gefällt mir, hinterlassen Sie mir einen Kommentar und abonnieren Sie vor allem meinen Kanal. Ja, das war's und ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß mit dieser Technik. Bis zum nächsten Video. Einen kleinen Moment noch, bevor Sie das Video verlassen, habe ich noch einen absoluten Leckerbissen für Sie, nämlich dieses E-Book. Wenn Sie jetzt einfach hier draufklicken oder auf den Link in der Beschreibung klicken, dann können Sie sich das völlig kostenlos runterladen. Das ist von einem Selfmade-Millionär, der Ihnen genau erklärt, wie er es gemacht hat und welche Geheimnisse dahinter stecken. Es nennt sich das universelle Erfolgsgeheimnis. Also jetzt einfach auf dieses Buch klicken und downloaden. Machen Sie das jetzt.